Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal einen Garagentorantrieb einbauen. Und zwar, hier habe ich die beiden Teile, eine Schiene, den Antriebskopf und das Montagematerial. So, und das möchte ich halt bei diesem Tor einbauen. Dazu schauen wir uns erstmal den Inhalt des Paketes an. So, bevor ich natürlich jetzt beginne, hier alles aufzureißen wie ein Wilder und einzubauen, mache ich erstmal Folgendes. Ich nehme mir die Pakete vor und suche zuallererst die Inhaltsangabe, die Bedienungsanleitung und die kompletten dazugehörigen Dokumentationen. Das hat folgenden Grund, weil ich zuallererst überprüfe, ob auch wirklich alles dabei ist. Denn wenn ich jetzt anfange zu arbeiten und stelle dann fest, dass die Hälfte fehlt, kann ich mein Projekt mitunter nicht beenden und habe dann größere Probleme und muss dann irgendwie dem Hersteller beibringen, warum hier was fehlt. Jetzt kann ich es noch ohne Probleme beweisen. Also schaue ich jetzt erstmal in diese beiden Pakete hinein und sortiere mir mein Grundmaterial vor. Damit ich so schnell wie möglich arbeiten kann, auch so schnell wie möglich immer alles finde, habe ich immer folgende Methode. Ich mache mir irgendwo eine Fläche in einem Raum, wo es mich halt nicht stört, und öffne jetzt die Pakete und sortiere alles nach Reihenfolge, wie ich es verwenden könnte. So, schauen wir hier einfach mal in das Paket hinein. Hier haben wir den Führungsstab, der verbindet den Antriebsmotor mit dem Tor. Wir haben hier einen Handsender, den brauchen wir wahrscheinlich erst später. Und hier vom Hersteller hervorragend verpackt, den Antriebskopf, das Steuermodul und sämtliches Anbaumaterial. Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. So, und als nächstes Paket haben wir hier die reine Antriebsschiene inklusive diverser Anschlusskabel für diverse Endschalter und diverses Montagematerial. Also alles ziemlich übersichtlich. Das lege ich mir, wie gesagt, so hin und schnappe mir jetzt als nächstes meine Bedienungsanleitung und prüfe, ob alles vollständig ist. Okay, bevor wir jetzt aber zum reinen Einbau kommen, nochmal ein kleiner Tipp. Der dürfte eigentlich bei allen Toren ähnlich verlaufen. Wir haben ja vorher das Tor wahrscheinlich manuell verriegelt oder es kommt im Auslieferungszustand mit einer manuellen Verriegelung daher, auch manchmal mit Verriegelungsseilen, Verriegelungsmechanismen. Da gibt es ja so viele verschiedene Dinge. Die müssen natürlich jetzt erstmal alle kaltgestellt werden, denn wenn der Motor oder der Antrieb das Tor aufzieht, darf es natürlich nicht verschlossen sein. Also müssen wir dafür sorgen, dass das Tor nicht mehr verschließbar ist. Das gilt auch für alle Sicherheitsentriegelungsseile und dergleichen. Das muss alles verschwinden oder deaktiviert werden. Bei diesem Tor hier ist das einfach. Ich habe hier meinen Verriegelungsknauf. So ist verriegelt und so ist entriegelt. Ich gehe in die Position entriegelt, löse hier diese beiden Schrauben. Betätige den Hebel in die Position verriegelt. Schiebe nun diese Gestänge so weit zusammen, dass im entriegelten Zustand die Gestänge nicht mehr das Tor hier drüben verriegeln. Wenn ich das getan habe, ziehe ich diese Schrauben einfach wieder an. So, wir können das einfach mal ausprobieren. Ich verriegle jetzt. Und jetzt entriegle ich. Und in beiden Stellungen kann ich nun mein Tor quasi nicht mehr verschließen, was natürlich dann bedeutet, dass jetzt mein Antrieb für den Verschluss zuständig ist. Dieser Schritt ist halt sehr wichtig, vergesst ihn nicht. Das kann halt bei jedem Tor, bei jedem Torsystem anders sein. Ihr müsst halt darauf achten, dass das Tor nicht mehr zum Verriegeln ist, sonst könnte der Motor oder der Antrieb mitunter sogar beschädigt werden. So, als ersten Punkt komme ich jetzt hier zum Zusammenbau der Führungsschiene. Da haben wir hier ein Verbindungsteil und hier die beiden Führungsschienen nebst das Steuerkabel. So, wir nehmen diese Schienen auseinander. Achtet mitunter darauf, was vorne und hinten ist, und legt die Schiene gleich richtig rum in den Raum. Bei diesem System hier gibt es zwei Montagevarianten, einmal mit Steuermodul vorne, einmal mit Steuermodul hinten oder oben an der Decke. Ich habe mich für Steuermodul hinten entschieden, also muss diese Schiene nach hinten gedreht werden, sodass das Kabel hinten ausgeführt wird. Als nächstes ziehe ich hier dieses Modul heraus, um erstmal an die Kette zu kommen. Die ist nämlich hier noch zusammengelegt. Ich
klappe die Kette auf und schiebe das alles wieder zusammen. Achte darauf, dass die Kette in die richtige Richtung liegt, denn sie hat hier eine Seite, wo der Antrieb einläuft, und hier eine geschützte Seite. Und so rum einfach wieder zusammenschieben. Als nächstes das Verbindungsstück montieren. Dazu einfach die eine Schiene hier hineinlegen und das Verbindungsstück überschieben bis zum Anschlag. Hier ist noch eine Sicherungsnase, die müssen wir erstmal überwinden. Wenn ihr das mit den Händen nicht schafft, schnappt euch einen Schonhammer. Und schon haben wir das geschafft und schieben es hier bis zu dem Mittelanschlag zusammen. So, bevor wir nun die nächste Schiene hier dran stecken, haben wir jetzt hier unsere Kettenführungsschiene und hier unser Antriebsglied, unser Antriebmotor, sagen wir einfach mal. Der hat hier so ein kleines Zahnrad, damit treibt er die ganze Technik überhaupt an. Dieses Zahnrad greift in diese Kette ein. Und das muss natürlich jetzt im Vorfeld hier in die Schiene eingebracht werden. Dafür gehen wir auch einfach vor. Wir entriegeln das System. Das machen wir hiermit, so dass dieses Zahnrad frei läuft. Jetzt läuft es frei. Und jetzt schieben wir diesen Motor richtig herum natürlich auf dieses Zahnrad auf. Das ist vorne, das ist hinten. Die Schiene liegt richtig rum. Also muss das System so rum aufgeschoben werden. Dafür gehe ich ans Ende der Schiene. Setze meinen Motor einfach so auf und führe hier die Kette in diese Schiene ein. Schiebe sie über das Zahnrad, sodass das Zahnrad in diese Kette eingreift. Es darf nicht daneben greifen. Wenn das dann stimmt, kann ich das einfach hier so durchschieben. Jetzt setze ich den Motor hier wieder auf und ziehe ihn bis nach hinten durch. An der Schiene angekommen, schiebe ich ihn vorsichtig hier in die Schiebeschiene ein. Und schiebe ihn weiter zurück, so bis ich ihn ganz hinten in der Schiene habe. Passt mein Schieben auf, dass der Antrieb entriegelt bleibt. Manchmal hüpft die Verriegelung wieder rein, dann lässt sich das nicht mehr schieben und ihr schiebt alles nach hinten wieder raus. Also schön im entriegelten Zustand bis hier an diesen Endanschlag anfahren. Ich zeige euch nochmal hier diese Endanschläge, die sind wichtig, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Die müssen in die richtige Richtung zeigen. Wir haben hier ein H für hinten und vorne haben wir ein V. Hier ist dieser Auflaufanschlag, der schaltet den Antrieb aus. Das ist wie eine Art Endanschlag. Diese Endanschläge können wir dann aber später, zu einem späteren Zeitpunkt noch einstellen. Da schiebe ich ihn jetzt einfach mal drauf und gut. Nun nehme ich mein zweites Schienenteil. Führe auch hier meine Kette durch diesen Anschlag. Wichtig, hier ist vorne der vordere Anschlag. Hier ist wieder so eine Spitze, die muss zum Antrieb zeigen. Nicht falsch montieren. Ihr seht auch, hier ist das Durchfuhrloch. Das war auf der anderen Seite auch. Von mir aus gesehen rechts. Das muss stimmen. Schiebt das wieder so durch. Bringt es hier auf eure Schiene, die das Ganze verbindet. Achtet darauf, dass alles sauber liegt, schiebt das vorsichtig zusammen und bringt das nun so zusammen, dass hier kein Spalt mehr dazwischen ist. Hier ist so eine kleine Anrastnase, bis dahin müsst ihr es zurückgeschoben haben, erst dann ist es richtig. Nun kommen wir zu dem Endstück, da gibt es oben und unten, das können wir auch nicht verdrehen. Wir haben hier das Anschlussstück für die Kette ist rechts, also muss das rechts sein. Einfach hier einschieben. Jetzt die Kette hier vor positionieren. Nun haben wir hier die Einzelteile zur Befestigung der Kette. Das Spannsystem bestehend aus einer Schraube, einer Feder, einer Unterlegscheibe und das Verriegelungssystem zur Kette. Das Verriegelungssystem zur Kette können wir einfach montieren, indem wir die Kette hochheben. Hier ist ein Quadrat drin. Das schieben wir auf die Kette auf, drehen es um 90 Grad und es ist verriegelt. Legen es wieder hinein und stecken es gleich hier in das vorgesehene Vierkantloch. Dann nehmen wir die Schraube mit der Unterlegscheibe, mit der Feder und halt die Schraube. Das muss richtig rumliegen, also richtig rum zusammengesteckt sein. Schieben das hier ein. Neben uns vorzugsweise eine Ratsche oder hier so ein Schraubenzieher mit Verlängerung, mit 10er Nuss und ziehen die ganze Geschichte an. Jetzt sehen wir, wie hier sich die Schraube durchschraubt und die Kette sich langsam spannt. Um die Kette jetzt festzuspannen, haben wir auf beiden Seiten dasselbe System.
Hier ist eine kleine Markierung und bis zu dieser Markierung muss die Schraube nun eingeschraubt werden. Und zwar die Schraube hat eine Art Unterlegscheibe, eine festverbaute Unterlegscheibe. Die muss hier an dieser Markierung erscheinen, dann haben wir die richtige Spannung auf der Kette. So wäre das richtig eingestellt jetzt. Schaut bitte auf beiden Seiten, dass das richtig ist. So, als nächstes können wir hier vorne gleich noch die Frontmontage oder das Frontmontagematerial montieren. Und zwar ist das Material, womit die Schiene schlussendlich vorne über dem Tor montiert wird. Das sind einfach hier diese beiden Winkel, diese Verbindungsschraube. Das schieben wir einfach hier durch, schieben den zweiten Winkel vorne wieder ein und können nun hier die Schraube anziehen. Zieh das eventuell noch nicht zu fest an, denn es könnte sein, dass wir hier eventuell noch was einstellen müssen. Es kann nämlich sein, dass ihr die Schiene so über Kopf montieren müsst oder eventuell vorne am Tor oder an der Wand. Und wir können das noch nicht genau festlegen, wie wir das jetzt machen. Das muss ich nachher erst sehen. Also durch das jetzt hier einfach nur mal so fixieren, dass wir die Teile nicht verlieren. Anziehen können wir das dann später. So, und am Ende der Schiene haben wir natürlich auch eine Montage, die wir durchführen müssen, oder ein Montagematerial. Das wäre hier dieses System. Ich habe es schon mal grob vormontiert. Da stellt ihr euch so ein, wie ihr es grob braucht. Die Schiene muss ja hier noch von der Decke abgehangen werden. Man kann schon mal grob in etwa den Abstand ermitteln. Siehe Bedienungsanleitung, kann dieses System grob vormontieren. Es wird ja so an die Decke geschraubt und hier drin läuft dann schlussendlich die Schiene. Wichtig, es muss richtig rum montiert werden. Das heißt in meinem Fall so herum und wir schieben auch das einfach auf. Auch das können wir dann erst einstellen, wenn wir es montiert haben. Wichtig ist es halt vormontiert. So, als nächstes kommen wir jetzt zur Montage unserer Führungsschiene und zwar hier vorne. Hier nochmal ein ganz wichtiger Tipp. In meinem Fall ist das relativ einfach, weil das Tor bis oben zur Decke geht. Habt ihr allerdings hier einen sehr großen Kniestock und euer Tor würde jetzt erst hier unten anfangen, kann es mitunter sein, dass ihr ein weiteres Bauteil benötigt, das mitunter dieser Arm zu kurz ist. Das müsst ihr aber dann herstellerbedingt erfragen, denn das könnte mitunter passieren, dass ihr noch ein zusätzliches Bauteil dazu bestellen müsst. Manche Leute behelfen sich einfach, indem sie diesen Arm dann verlängern. In meinem Fall brauche ich das nicht, weil ich hier oben ziemlich wenig Kniestock habe, eigentlich nur dieses Profil. Und jetzt müssen wir die Befestigung unserer Schiene erstmal anzeichnen. Dazu ist das hier ziemlich einfach. Ich ermittle hier die Torbreite und ermittle mir hier die Mitte der Torbreite und messe nun von meinem Winkel, den wir vorhin hier angeschraubt haben, die Lochbreite und zeichne diese Nachpackungsangabe an. Das ist halt bei jedem Motor oder bei jedem Antriebssystem anders. Guckt da bitte in die Bedienungsanleitung. Bei mir sind die Maße vorgegeben. Ich habe hier 14 cm, die ich aus der Mitte anzeichnen muss. Also bedeutet das für mich 7 cm nach links, 7 cm nach rechts. Dann ist der Abstand der Schiene vom Tor vorgegeben. In meinem Fall mit 15 mm. Beachtet, dass die Löcher noch weiter hinten sitzen. Also muss ich hier 25 mm zurück und habe nun hier meine beiden Bohrlöcher. Diese kann ich jetzt erstmal setzen. So, nun bohre ich einfach meine beiden Dübellöcher. Ich möchte nicht zu sehr wieder auf die Sicherheitsregeln beim Bohren eingehen. Da ist jeder selber für verantwortlich, ob Schutzbrille oder nicht oder dergleichen. Das entscheidet jeder selber. Passt halt auf, dass ihr keine Leitungen anbohrt. Bohrt auf keinen Fall zu tief. Ihr wisst nicht, wie dick die Decken sind. Informiert euch darüber vorher. Nicht, dass ihr durchschießt und irgendwo oben im Fußboden landet. Ich mache das folgendermaßen. Ich habe dann hier die Schraube, ermittle mir die Tiefe, die ich einbohren muss, die Schraube plus 1 bis 2 cm, damit ich Luft für den Dübel habe, markiere mir das am Bohrer und bohre das dann hier ein. Nehme dann nochmal eine Schraube zum Probieren, bevor ich diese einschraube, damit das auch alles hinhaut. So, nachdem ich nun die Löcher gebohrt habe, wie gesagt, einfach mal die Schraube nehmen, vorher in die Löcher hineinstecken, dass ich auch wirklich tief genug bin. Sonst kommt die Überraschung dann, wenn ihr das anschraubt und dann wird es richtig blöd, weil ihr den Dübel schon eingewürgt habt. Jetzt setze ich einfach die Dübel. Um nun die Schiene hier zu montieren, habe ich mir hier etwas Pappe ausgelegt, denn ich muss die Schiene auf dem Boden aufliegen lassen mit dem Hinterteil, damit ich es nicht beschädige. Dann drehe ich die Schiene einfach herum, lege sie so auf den Boden, gehe jetzt zur vorderen Stelle. Wichtig, sucht euch vor der Montage die passenden Werkzeuge zusammen, die Schrauben und hebt jetzt einfach diese Schiene auf, hebt sie nach oben. Ich habe, wie gesagt, hier diesen Winkel noch nicht festgemacht, weil ich noch nicht genau weiß, auf welche Höhe er kommt.
Jetzt ziehe ich die Schiene vorsichtig hier ran. Lehne sie so dagegen, klappe einfach diese Winkel nach oben und schraube diese einfach mit meiner Ratsche fest. Damit nichts mehr passieren kann, stecke ich erstmal beide Schrauben ein. So habe ich dann eine höhere Sicherheit, dass mir die Schiene nicht noch aus der Sehne runterfällt oder sowas Ähnliches passieren kann. So, jetzt habe ich es angezogen, aber ihr seht, ich habe die Schiene immer noch locker, da ich noch den Abstand von Schiene zum geöffneten Tor ermitteln muss. Das kann ich aber erst, wenn ich das Tor aufgemacht habe und die Schiene oben ist. So, nun kommen wir zur Montage. Dieses Befestigungssystem, um jetzt das Montagemaß zu ermitteln, gehe ich erstmal folgendermaßen vor. Ich messe von dieser Kante der Schiene bis zu dem Punkt, wo ich meinen Dübel setzen will. Das wird in etwa hier sein. Das heißt, in diesem Fall wären das, damit ich vernünftig bohren kann, 5 bis 6 cm. Nun gehe ich hier vor. Ich setze jetzt mal voraus, dass die Garagenwände rechtwinklig sind. Messe nun von dieser Wand an die Schiene heran. Das sind in meinem Fall, ich sage es einfach mal in Zentimeter, 137 cm. Von diesen 137 cm ziehe ich nun meine 6 cm ab. Das heißt 131 cm, dort ist unser erstes Bohrloch. So, als nächstes kommen wir jetzt wieder hier zu unserer Deckenmontage. Hier haben wir ein Maß von Ente bis maximal dieses Ente, was vorgegeben ist. Das hat einen Sinn, hier läuft der Motor oder der Antriebskopf. Schiebe ich das zu weit vor, kollidieren die beiden. Das darf also nicht zu weit vor. Schaut hier in eure Montageanleitung, ermittelt das Maß, was hier maximal und minimal möglich ist. Ich mache das immer folgendermaßen, ich zeichne mir das auf. Das Minimalmaß wäre hier diese Kante, das ist vorgegeben. Das Maximalmaß in meinem Fall wäre 600 mm, was erlaubt ist, das wäre hier. Das versuche ich nicht zu erreichen, damit ich noch etwas Luft habe. Und in diesem Bereich kann ich mich nun hier mit dieser Befestigung bewegen. Jetzt klappe ich einfach die Schiene nach oben, halte sie so an die Decke und kann nun grob markieren, wo ich nun hier die Befestigung setzen möchte. Das wäre hier, mache ich einfach mal einen langen Strich. Und hier nehme das Maß, was ich vorhin gemessen habe, und zeichne mir das nun auch hier an. Somit habe ich mein erstes Bohrloch. Das wäre 1 Meter und 31 cm. Das wäre hier. Jetzt ermittle ich mir den Abstand zwischen den beiden Bohrlöchern, indem ich das einfach hier unten abmesse. In meinem Fall 16 bis 17 cm. Wir haben hier Langlöcher, das heißt, ich habe Spiel. Also kann ich auch das hier anzeichnen. Und kann nun hier meine beiden Löcher bohren. So, auch hier einfach wieder die Dübel einbringen. Wir greifen uns wieder das Befestigungsmaterial nebst Werkzeug, bringen die Schiene in die Position, in die sie muss, und schrauben diese nun an. So, nun muss ich das Maß ermitteln, wie hoch die Schiene jetzt hier schlussendlich wird. Wir haben hier noch ein zweites Loch, das heißt, ich habe hier nochmal Stellmöglichkeiten. Um das zu ermitteln, schaue ich in die Bedienungsanleitung. Hier wird vorgegeben, Unterkante Schiene, Oberkante geöffnetes Tor an höchster Stelle 5 mm bis 65 mm. Das versuche ich jetzt mal zu ermitteln, indem ich vorsichtig das Tor öffne. Jetzt suche ich mir die Stelle aus, wo das Tor am weitesten nach oben ausschlägt. Das wäre diese Position. Und in dieser Position habe ich jetzt hier nur 2 mm. Also muss ich mit der Schiene noch nach oben. Das kann ich jetzt einfach korrigieren, indem ich hier das Tor wieder schließe und nun hier das Endmaß einstelle, indem ich mich hier der Langlöcher oder der Befestigungslöcher bediene. Deswegen habe ich das noch nicht festgemacht. Ich kann jetzt quasi hier nochmal die Schraube lösen, herausschieben, das nach oben schieben und jetzt das auf dem zweiten Maß, auf dem neuen Maß quasi montieren. So, um jetzt hier hinten die Schiene richtig auszurichten, gibt es auch mehrere Methoden. Wir haben ja das Maß von vorhin noch gemessen, diese 137 cm. Die messe ich jetzt hier von der Wand an die Seite dieses Schenkels, wie ich sie vorhin auch gemessen habe. Kann nun diese beiden Schrauben festziehen. Wenn ich das gemacht habe, müssen wir nun die Höhe herausfinden. Wie hoch muss jetzt die Schiene montiert werden? Da gibt es auch zwei Methoden. Methode 1, wir gehen hier vorne
an diese Position messen, von Oberkante Decke bis Unterkante Schiene, gehen hier hinten, übertragen das Maß. Das funktioniert aber nur bei einer Wasserwaagendecke. Ist die Decke nicht Wasserwaage? Das könnt ihr einfach herausfinden, wenn ihr mal eine Wasserwaage dran haltet. Bei mir ist sie Wasserwaage. Gehen wir folgendermaßen vor. Wir nehmen die Schiene, schieben sie nach oben, halten eine Wasserwaage an eine gerade Stelle der Schiene und schieben sie jetzt so weit hoch, bis sie halt Wasserwaage steht. So, das wäre in meinem Fall so. Und in dieser Position ziehen wir sie nun einfach fest. Währenddessen ich das festziehe, habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch, weil ich schon mehr Systeme eingebaut habe und dabei auch schon mal ein paar Leute gesehen habe, die einen Fehler gemacht haben, und zwar einen ganz massiven. Bevor sie das System gekauft haben, haben sie nicht die Größe ihres Autos berücksichtigt. Wir sehen, der Aufbau durch dieses ganze Schienensystem wird ziemlich groß. Hat man nun ein sehr großes Auto und eine sehr kleine Garage, kann es hier ganz schnell dazu führen, dass ihr beim Einfahren mit dem Fahrzeug hier oben gegen den Schienenkopf knoppt, mit einem Spoiler, mit der Antenne oder gar mit dem Fahrzeugdach. Das solltet ihr natürlich vorher berücksichtigen, bevor ihr das System kauft, ob euer Auto überhaupt hier reinpasst. Die größeren SUVs könnten dann mal ganz schnell Probleme verursachen. Aber nur so ein Tipp am Rande. So, nachdem ich das nun angeschraubt habe, kann ich nun hier diese überstehenden Metallteile abflexen oder einfach nur beiseite biegen. Das überlasse ich euch, wie ihr das macht. Ich biege sie jetzt erstmal nur zur Seite, die kann ich dann auch später entfernen. So, nun als nächstes kommen wir zu diesen beiden Teilen. Das ist dieser Arm, der mit dem Antriebskopf und dem Tor verbunden wird. Um den zu montieren, gehen wir folgendermaßen vor. Ich in meinem Fall öffne das Tor. So, in meinem Fall habe ich hier schon zwei Löcher gebohrt. Wenn ihr diese Löcher ermitteln wollt, wie ihr das System anbaut, schaut ihr erstmal in die Bedienungsanleitung, wie dieses System montiert wird. In meinem Fall so, das heißt der Winkel nach unten, damit das wie so eine Art Hand das Tor aufgreift. Das wird hier drauf geschoben. Diese Befestigung, dieser Greifpunkt muss in der Mitte von der Schiene stehen und so könnt ihr nun eure Löcher markieren. Ich brauche hier jetzt einfach nur noch anschrauben, dafür nehme ich zwei Schrauben, setze sie hier an und ziehe den Winkel einfach erstmal fest. So, wenn jetzt hier genug Schrauben da ist, empfehle ich euch eventuell dann hier unten wenigstens noch eine Schraube zusätzlich zu montieren. So, an meiner Stelle sind jetzt hier natürlich keine Löcher vorgebohrt, da bohre ich jetzt einfach mit dem dementsprechenden Bohrer leicht vor und kann nun auch hier meinen Winkel nochmal zusätzlich befestigen. Habe ich das nun soweit befestigt, schließe ich das Tor wieder, entriegle meinen Antrieb und schiebe ihn nach vorne. Wichtiger Punkt, ich kann ihn nur nicht mehr weiter vorschieben, weil hier der Anschlag, der Endanschlag ist, der ist aber zu weit hinten, den muss ich jetzt mitlösen und mit nach vorne schieben. Dafür löse ich jetzt hier einfach diese Verriegelungsschraube. Somit wird der Anschlag beweglich und schiebe ihn einfach nach vorne. Dasselbe mache ich nun auch mit dem Antriebskopf. Wieder entriegeln und vorschieben. Wenn wir jetzt den Antriebskopf hier vorne haben, haben wir dieses schöne Teil, diese speziellen Bolzen und diese Verriegelungsfedern. Das können wir jetzt alles montieren. Wir nehmen diese Schiene, in meinem Fall mit der Öffnung nach oben, halten sie hier einfach in dieses Befestigungssystem, schieben den Bolzen hindurch. Wenn er hier drüben rauskommt, nehmen wir dieses Verriegelungssystem und schieben es einfach auf den Bolzen auf. Das war's schon. Jetzt schieben wir den Antriebskopf zurück, so weit, bis dieses System hier vorne einpasst, drucklos einpasst, und wiederholen hier diesen Schritt, indem wir nun diesen Bolzen hier vorne wieder einbringen, und zwar im letzten Loch, und bringen auch hier wieder diese Verriegelungsscheibe einfach auf, indem wir sie einfach ausstecken. So, und jetzt haben wir auch gleich die Endposition von unserem Antrieb. Diese können wir nun auch gleich einstellen, indem wir einfach hier diesen Endanschlag unter den Antrieb schieben, bis er an dem Antrieb anliegt. Das Tor hat keinen Druck, der Endanschlag liegt am Antrieb und den können wir jetzt hier gleich festschrauben. So, somit haben wir gleich die Endposition des Tores markiert.
Wichtig, falls hier was nicht stimmt, das können wir jederzeit noch ändern. So, als nächstes kommen wir nun zu unserem Hauptsteuermodul. Das müssen wir nun an der Wand oder an der Decke montieren. Ich habe mich für die Wandmontage entschieden. Das Modul öffnen wir nun erst einmal. Diese beiden Befestigungsschrauben ausdrehen. Den nächsten oder man sagen die nächste Abdeckung lösen. Die Steuerplatine abziehen, vorsichtig nach oben. Beiseite legen. Und jetzt haben wir hier den Grundkörper. Hier sehen wir nun die Befestigungslöcher. Hier, hier, hier und hier. So, nun suchen wir uns die Position, wo wir das Gerät montieren wollen, ermitteln uns die Höhe, halten das Gerät an die Position, wo wir es anbringen wollen, vorzugsweise mit einer Wasserwaage, da richten wir es vernünftig aus. Und jetzt zeichnen wir uns einfach die Bohrlöcher wieder an, wo wir das Gerät befestigen wollen und bohren nun hier mit dem dabei gelegten Befestigungsmaterial einfach dieses Gerät an. Als nächstes haben wir nun hier unsere Steuerleitung. Die können wir uns nun vernünftig an der Decke entlang legen. Da ich hier noch weitere Bausenmaßnahmen mache, werde ich das erst später tun. Bringen dann diese Steuerleitung bis zu unserem Steuerkästchen. Hier führen wir die Steuerleitung einfach ein und klemmen sie nach Bedienungsanleitung an. Viel kann man hier nicht falsch machen. Wir haben hier nur zwei Adern, einmal grün und einmal rot. An dieser Steckleiste sind zwei Kontakte hierfür vorgesehen. Wir haben Kontakt 1, 2, die sind belegt. Kontakt Nummer 3, da kommt grün dran. Kontakt Nummer 4, dort kommt der rote Draht dran. Jetzt können wir das System wieder zusammenbauen und schließen. Dazu einfach wieder die Platine hier in diese Führungsschiene einschieben und einfach hier unten einrasten lassen. Die Abdeckung aufschrauben. So, die Stromversorgung erfolgt hier über Stecker, das könnt ihr aber auch gerne direkt anschließen. Ich bevorzuge aber die Steckervariante, geht aber schief, kann ich nämlich einfach hier hingehen und kann den Netzstecker ziehen, wenn irgendwas passiert. So, die Abdeckung lasse ich mal offen, weil hier oben noch die Einstellschalter sind, um auch eventuell die Taster zu programmieren. So, als letztes kommen wir nochmal zu unseren Endlage- und Stadtlagepositionen. Die Endlage des geschlossenen Tors habt ihr ja vorhin gesehen, haben wir hier eingestellt. Dasselbe müssen wir nun auch mit der Endlage machen. Dafür gehen wir einfach nach hinten, entriegeln wieder den Antrieb und öffnen einfach das Tor. Nun haben wir hier den Anschlag für die Endlage. Den lösen wir. Schieben ihn erstmal zurück, öffnen, wenn möglich, das Tor nochmal weiter, falls es noch nicht ganz hinten ist. So, wenn wir die Endlage erreicht haben, schieben wir den Endlagenschalter hier hinten wieder hinein, bis er anliegt und schrauben ihn wieder fest. Als nächstes schließen wir wieder unser Tor, dafür wieder entriegeln und die ganze Geschichte nach vorne schieben. So, nun verriegeln wir wieder, indem wir hier dafür sorgen, dass der Antrieb eingeriegelt ist. Im nächsten Schritt versorgen wir nun unsere Steuerung mit Spannung, 230 Volt. Als nächstes betätigen wir hier diesen Taster, bis nun die Endlage auf erreicht worden ist. Wenn wir das erreicht haben, betätigen wir wieder den Taster, bis die Endlage zu erreicht worden ist. Nun haben wir die Position des Tors eingelernt. Jetzt machen wir noch zwei Durchläufe und schauen, ob es funktioniert. Funktioniert die Geschichte nicht, müssen wir hier nochmal einen Steuerungsreset durchführen und nochmal eventuell die Position dieser Endlagenschalter leicht verändern. So, um einen Steuerungsreset vorzunehmen, falls, wie gesagt, das Tor nicht hundertprozentig öffnet oder schließt, das heißt, die Kraftwerte stimmen nicht und wir haben unsere Endschalter nochmal etwas versetzt, geht ihr auch folgendermaßen vor, ihr nehmt die Haube wieder ab. Hier habt ihr einen Reset-Schalter, den drückt ihr einige Sekunden. Und sobald die Lampe blinkt, haben wir die ganze Geschichte zurückgesetzt und wir können quasi diesen Schritt nochmal wiederholen und die Werte nochmal genauer einstellen.
So, um nun einen Handsender hier an die Geschichte anzulernen, das ist auch relativ einfach, haben wir hier drüben diesen Lernknopf, dafür steht einfach Radio, den drücken wir einfach mal kurz. So, jetzt suchen wir uns hier einen Sender an der Fernbedienung aus. Ich nehme den Kanal 1, drücke ihn, dann erlöscht die LED und der Handsender wurde angelernt. Man kann sich hier verschiedene Kanäle noch aussuchen. Indem man einmal diesen Speicherknopf drückt, wählt man Kanal 1. Indem man zweimal den Speicherknopf drückt, wählt man Kanal 2. So kann man mehrere Handsender auf verschiedene Kanäle anlernen. So, und das war der Einbau eines Garagentorantriebes hier Typ Sommer. Wir können noch mal schauen, ob er auch funktioniert. So, und damit komme ich auch zum Ende meines Videos. Im Großen und Ganzen, falls ihr noch Interesse an weiteren Videos habt, unten in den Videoanmerkungen findet ihr sie. Einfach die Anmerkungen einschalten. Und ansonsten könnt ihr eventuell auch nochmal auf meinen Kanal vorbeischauen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und hiermit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. So, nun als nächstes kommt